Der Schatten wandert weiter, das Huhn wandert weiter und wir spielen weiter. Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Wo ich mal schnell in den Shop gehe. Genau. Boah, der ist aber teuer, dann nehme ich doch wieder den billigen. Die Ballengabel hier ist sogar im Angebot. Da haben wir hier gleich nochmal ein bisschen Profit gemacht. Boah, aber langsam dauert es ganz schön lange hier, die ganze Gerätauswahl, ne? Ah, der hat auch hinten so ein Licht dran, das ist aber nett. Wuhu! Einmal nicht so schön in die Richtung. Genau. Oh, das geht aber doch ganz schön hoch, ne? Jetzt fahren wir das Stück hier zu unserem Hof hin. Nein, stopp, stopp. Ich will Spaß haben. Ich will Spaß haben. Wo ist das nächste Auto? Peter will Spaß. Ich möchte gerade Spaß haben. Mein Feld scheint auch schon zu wachsen, ne? Neues geht. So, und da kommt auch schon mein Opfer. Oh yeah. Moment, das habe ich gleich. Ich hab's gleich. Ich bin gleich soweit. Nein? Ja. Nee. Na, 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 na. So. Oh nee, bin ich ein Arsch? So, jetzt probiere ich doch was aus. So. Dann muss ich doch ein Stück zurück, glaube ich. Nee. So. Wieso hilft mir das Auto? Was zur Hölle tust du? So, bleib mal genau so. Nein, nein, nein. Nein! So, jetzt ganz vorsichtig. Oh, du bist so ein Spielverderber. Komm schon. Habe ich noch Zeit? Ich will es probieren. Ich will es probieren. Ich probiere es mit dem. Komm schon. Was zur Hölle? So, ich hab ein Auto. Okay, wo bringen wir das jetzt hin? Ich knall das in den Hühnerstall. Mal sehen, was die Karre macht. Da, 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 da. Oh, shit.
Na, 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 na! Und ich frag mich echt, was die Karre macht. Boah, voll durchs Feld gefahren, du Miststück. Ich muss irgendein Auto aufhalten. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich muss irgendwie so ein Auto dazu bringen, dass es die Klappe hält. Am besten einfach, indem ich es wieder umdrehe, würde ich sagen. So, und jetzt hoch die Kiste. Genau. Gehen wir aus dem Weg. Und jetzt... Oh verdammt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, ne, zu spielen. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Okay. So. Okay. Ich heb mal eben ein tonnenschweres Auto hoch. Verdammt, ich muss ernten. Aber ich muss es probieren. Ich kann nicht anders. Ich bin so ein Spielkind, ich weiß. Keine Zeit zu verlieren, Dummkopf. Okay. Wir sind fast da. Nein, Auto nicht! Egal. Wir müssen jetzt ernten, sonst wird das hier heute nichts mehr. So, der Häcksler hinten ist an. Den lassen wir auch mal an. Wir schaffen das jetzt noch nicht mit der Ballenpresse. Das wird ein Fall für die nächste Ernte, denke ich. Kümmern wir uns lieber darum, dass wir das Korn hier ordentlich heimbringen. Ohne, dass es gammelt. Damit werden wir wahrscheinlich schon mehr als genug zu tun haben. Feld 33 wird versteigert. Die Prozente wieder einfach mal klettern, ne? Unfassbar. Es darf nicht über 50% kommen, sonst kriege ich ein Problem. Auf der Rückfahrt und so, ne? Ihr versteht. Ah, das wird aber über 50%, das sehe ich ja jetzt schon. Was ein Scheiß. Mein Tank ist zu klein. Da fahren wir halt rück zu eine kleinere Bahn und nicht ganz so eine große. Dann kriegen wir das auch hin. So, wir dürfen nur eine halbe Bahn gleich nehmen. Ist kein Problem, das schaffe ich. So, jetzt drehen wir uns schön brav um. Und fahren so hier. Boah, das wird jetzt aber dunkel hier, Mensch. Was sagt denn eigentlich der Wetterbericht? Gibt's bald mal Regen? Nö. Regen nicht? Wozu auch? Ist ja nicht so, dass ich auf Regen warte. Ich möchte mal Regen haben. Und in der Zwischenzeit ernte ich weiter. Denn das ist meine Lebensaufgabe. Die ich hoffentlich gut erfülle. Wie sieht's aus? Ja, es wird.
Ich kann schon mal mein enorm langes Rohr hier ausfahren. Quasi alles vorbereiten. Aber ich krieg das trotzdem nicht abgeerntet hier, das Stück. Und das war's, voll ist der Tank. Das ist aber auch ein großes Feld, Mensch, wenn man dann noch Dünger draufkloppt, du. Oh, jetzt wächst richtig nach. Was ein Dreck. Da kommt hier richtig Stressstimmung auf, ey. Komm schon, mach weiter. Lad das Zeug schneller aus. Ich muss los. So, dann wollen wir mal. Lass mich in Ruhe, ich hab zu tun. Und zwar so einiges. Dam, 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 di-li-li-lady. Ich habe keine Zeit für sowas, also machen wir doch hier so viel, wie wir machen können. Weil ich will ja nicht, dass mir das Feld wieder weggammelt. Deshalb müssen wir uns hier sputen. Vom Feinsten. Weil das Feld ist nämlich prall. Das muss jetzt echt mal hier wieder vorangehen. Ich habe keine Lust, dass mir ständig hier ein bisschen was weggammelt. Deshalb mache ich diesmal auch nicht so einen Zamon von wegen seitlich reinfahren. Weil das, was weiter rechts von mir ist, das hat länger Zeit als das, was direkt vor mir ist. Deshalb müssen wir uns Bahn für Bahn um das Zeug kümmern. Ah, das kriegen wir alles gebacken. Da bin ich relativ zuversichtlich. So, Rückwärtsgang. Jetzt laden wir nochmal so viel ein, wie wir können. Da, 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 da. Nee, du, da hatten wir so richtig schön Spaß mit den Autos. Hier haben wir die Autofahrer geärgert. Ich Spielkind. Das ist geil, kommt einfach so ein Bauer angefahren und dreht dein Auto um. Ich will nicht wissen, was du in dem Moment denkst, wenn das passiert. Da denkst du dir, what the fuck, was soll das dann? Willst du sterben, bist du blöd oder so? Ah, es wird wieder hell, sieh mal eine an. Das ist aber schön. Wenn's hell ist, macht die Ernte gleich viel mehr Spaß. Oh, gleich ist mein Tank voll. Gut. Ich habe vorher mal abgebrochen. Ich weiß nicht, ob dann... Es passt ja nur eine begrenzte Menge rein. Trotzdem wird ja eine ganze Bahn abgezogen. Nicht, dass ich hier ein bisschen Korn verspiele. Das wäre nicht so schön. Und aus diesem Grunde fahren wir schon jetzt zurück zu unserem LKW. Nur noch ein Stück, gleich sind wir da. Und abladen bitte. So. Ha, mächtig gewaltig, Egon. Mächtig gewaltig. Jetzt mach doch mal ein bisschen schneller, bitte. Ich will nicht, dass mir mein Korn weggammelt. Das können wir schon wieder anmachen. Okay. Los geht's. Hm.
Na na na, na na na, Mühle Raps. Ich habe keinen Raps für die Mühle, tut mir leid, tut mir leid. Oh, na 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 na, da hat der Better was Bases getan. Der alte, hau drauf, du, hat hier einfach was stehen lassen, die Socke. Klappe halten und ernten lassen. 64.000 haben wir schon wieder auf der hohen Kante. Also es geht doch schon ganz schön ab mit unserem Geld. Da können wir uns doch bald die Ballenpresse leisten, das ist fein. Da müssten wir nur von oben mal den Traktor holen, damit wir den Ballenwagen rumfahren können. So, und jetzt fahren wir schnell nach hinten durch und machen die nächste Bahn von da aus. Es wird auch langsam dunkel hier, nicht gut. Weizen am Hafen. Mal sehen, wie lange das Angebot gilt. So, ich bin ein bisschen weit rechts, ne? Ach ja. Naja. Schön, ne? Aber bisher gammelt auch nichts. Und ich denke, hier wird auch nichts vergammeln. Dadurch, dass ich jetzt wirklich Bahn für Bahn mache, sollte das ja eigentlich passen. Das hoffe ich zumindest. Hoffe ich sogar sehr stark. Ich will nicht, dass mir Zeug weggammelt. Oh, jetzt wird da hinten schon wieder kräftig gewachsen, du. So, jetzt, na 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 na, ich habe keine Zeit für so ein Zeug. Lasst mich in Ruhe damit. So, da haben wir gleich hier die fiese Ecke ein bisschen mit begradigt. Immer schön durch hier. So, wunderbar. Und wieder einmal können wir abladen. Weizen. Nicht mehr lange jetzt, das Feld ist bald abgeerntet. Oh, das ist eine Menge Weizen hier auf dem Hänger. Aber der Hänger ist noch nicht voll. Es war eine gute Idee, den zu holen. Da passt nämlich so viel rein. Okay, dann geht's weiter. Und ran da. Es wird Nacht, da machen wir auch mal das große Erntelicht hier an. Nein, was drücke ich denn? Ich wollte gar nichts drücken. Verflucht. Das geht alles von der Zeit ab. Das ist alles wertvolle Zeit. Das sind wertvolle Sekunden, die mir flöten gehen, weil ich mich anstelle wie der letzte Depp. Oh, Leute, kommt schon. Also diese Missionen, ne? Die stelle ich echt bald ab. Ich brauche es auch eigentlich gar nicht mehr. Ich verdiene schon genug. Da hätte ich weiß Gott weniger Stress.
Aber ich stelle sie mal noch nicht ab. Das machen wir wann anders. Vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir die Ernte hier vernünftig reinfahren. Und zwar bevor der Rotz weggammelt. Ich glaube, da hinten ist schon was vergammelt. Ach nee, das ist Schatten vom Baum hier, okay. Also ist alles noch okay. Alles noch okay. So, und umdrehen. Viel passt jetzt nicht mehr rein. Aber bis zur Mitte des Felds sollten wir noch kommen, denke ich. Ich mache es auch wieder kurz vorher aus. Sicher ist sicher, wir wollen ja so viel wie möglich aus dem Feld rausholen. B. So, jetzt schnell zurück zum Hänger. Na, hier sieht's doch aber langsam echt gut aus. Also, wir kommen voran. So wie sich das gehört. Keine Zeit zu verlieren! So, jetzt dauert's wieder einen kleinen Moment, bis abgeladen ist. Gut, mehr geht nicht. Ach ja. Aber langsam wird der LKW doch was voller, ne? Ist doch schön. Da lohnt sich das Ganze wenigstens. Bisschen schneller bitte. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ja, die 18 Liter da drinne, das ist kein Problem. Okay, dann wollen wir mal. Einmal müssen wir dann auf jeden Fall noch abladen, denke ich. Also einmal müssen wir zwischendurch nochmal abladen, bevor das Finale kommt, ne? So meine ich das. Sprich, wir müssen noch zweimal ran. So, jetzt sind wir hier. Ich werde hier gleich einfach einen Schwenker mitten ins Feld reinmachen, würde ich sagen. Einfach so hier. Einfach mal so hier wegrasiert. Oh, lasst mich in Frieden damit. Ohne Mist, die Mission machen wir beim nächsten Mal echt weg. Ich brauche die nicht mehr, die stören mich bloß. Das Korn, das holde Korn. Es fließt mir in den Tank, Gott sei Dank. Okay, jetzt mal schauen. Ja, das reicht gut. Und rum. Rum die Num. So, ja, mal gucken, wie weit wir noch in das andere Feld reinfahren können. Wir müssten ja eigentlich noch ein Stück rein können, denke ich. Ja, wir sind ja jetzt erst auf 75. Da können wir noch ein kleines Stück rein.
bevor wir abladen gehen. Dass wir dann auch, wenn wir das finale Pferd schon machen, auch wirklich alles reinbekommen und nicht wegen ein paar Pflanzen am Ende doch noch aufhören müssen. So. Jetzt nichts wie zurück. Alles weg? Alles weg. Vorwärts. So, das Video ist jetzt schon länger als geplant, aber das kleine Stück hier, das fahren wir noch rein. Das machen wir noch. Machen wir halt mal ein bisschen länger. Ich denke, da seid ihr nicht so traurig drüber. Über ein paar extra Minuten mit Bauer Peter. Bauernlord Peter. So viel Zeit muss sein. So, und da bin ich auch mal gespannt, ob beim nächsten Mal am Hafen noch große Nachfrage ist nach Weizen. Weil da würden wir mit dieser Ladung hier ja doch schon gut Gewinn machen. Lad ab, lad ab, lad ab. Schön. Immer mehr, immer mehr. Oh. Gleich sind wir wieder fertig. Ich mache hier schon mal mein Schneidegerät an. Was wir haben, haben wir. So, und dann volle Kraft voraus, würde ich mal sagen, ne? Wieso kann ich nicht lenken? Ach, weil ich F gedrückt habe. Na, sowas. So, hier vorne gebe ich noch ein bisschen Gummi. Hier muss ich ja jetzt noch nicht säbeln. Und das letzte kleine Stück hier, das kriegen wir jetzt ganz schnell rein. So, leg los. Und rein da. Wir haben ja auch noch ein bisschen Weizen hinten in unserem Silo drin. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal auch mitholen. Mal gucken, wie voll dann unser Wagen wird. Und wenn die dann beim Hafen tatsächlich noch Weizen brauchen, dann fahren wir da sofort hin und laden das ab. Sollte uns nämlich einen hübschen Gewinn einbringen. Handicap. Handicap ist immer ganz gut. Das nehme ich mal an. Das können wir dann beim nächsten Mal schick machen. Und jetzt geht's an die letzte Bahn. Na, verflucht seist du, blöder Baum. Wir stellen hier auch einen Baum hin. So, die letzten Millimeter schon. Wunderbar. Dann möchte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Die Ernte ist gleich erfolgreich eingefahren. Beim nächsten Mal bringen wir das Zeug dann zum Wagen hinter. Setzen Carlos darauf an, hier wieder alles vorzubereiten. Und tun, was immer zu tun ist. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Lord Peter.